Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ich grüße euch und der eine oder andere hat sich vielleicht schon gedacht, okay, jetzt kamen mal zwei, drei Tage keine Videos über das Golfen. Ja, auch ich muss mich mal ein bisschen vorbereiten und nach dem Update habe ich mir jetzt auch einige Sachen speziell angeguckt. Und heute, wenn ich diese Folgen jetzt aufnehme, ist es Sonntagmorgen. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und möchte einige eurer Fragen, eurer Anfragen zu Videos gerne beantworten und bearbeiten. Und da grüße ich jetzt erstmal den Matthias. Der hat sich nämlich gewünscht, dass ich auf jeden Fall mal ein, zwei Worte sage zu der neuen, ja, zum neuen Drei-Klick-Swing. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Dazu gehen wir am besten in die Challenges, weil dort ist nämlich in der Coaching Academy auch natürlich etwas dazugekommen. Ganz unten seht ihr jetzt also den Dreiklick-Intro. Hier habt ihr die Möglichkeit, also jetzt verschiedene Übungen durchzuführen, was den Dreiklick angeht. Ja, ich habe da schon ein bisschen was gemacht, das seht ihr. Und ich möchte als erstes mal zum Putten kommen. Und zwar aus dem Grund, weil ich muss sagen, das mit dem Dreiklick ist natürlich ein bisschen zwiespältig, weil es ist natürlich nicht schlecht und für jeden natürlich gut, der eventuell oder der eben nicht mit einem Controller arbeiten möchte, zum Beispiel für unsere PC-Spieler, die dann mit der Tastatur spielen, gar keine Frage. Und jeder soll sich natürlich selbst aussuchen, wie er das Ganze gerne spielen möchte. EA hat ja auch ganz klar gesagt, dass man in Online-Games und die Online-Games habe ich auch schon mitbekommen, das ist jetzt auch ein ganz spezielles Thema, was beim einen oder anderen zum Frust führt. Aber dazu kommen wir dann später oder in einem anderen Video. Dass man eben darauf achten wird, dass eben bei Online-Games natürlich die Spieler dieselben Swing-Methoden benutzen. Also die Dreiklicker sind dann zusammen und die natürlich das normale, ich sag mal, das Schwunggefühl eben mit dem Stick haben wollen, mit dem Rückschwung und Durchschwung, dass die eben zusammen spielen. Aber letztendlich finde ich es immer gut, wenn man diese Optionen und diese Möglichkeiten hat. Und jeder kann dann immer für sich entscheiden, wie er eben am besten zurechtkommt. Denn am Schluss soll ja letztendlich der Spielspaß stehen und der Erfolg. Ja, was das Thema Dreiklick eben angeht, ihr seht es ja, rechts unten bekommt ihr dann eben diesen Kreismodus. Und man sieht oben rechts eine rote Fläche, die uns jetzt aber beim Putten nicht zu interessieren hat, denn beim Putten gibt es noch diese zusätzliche kleine linke weiße Fläche und das ist die Fläche, die eben optimal zu treffen ist. Und im unteren Bereich, da haben wir eben diesen gelben Bereich, wo dann ganz unten am Boden eben auch ein weißer Bereich ist und auch das ist die optimale Stelle, die man treffen muss, damit der Ball gerade läuft. So. Beim ersten Klick wird praktisch diese Uhr, man sieht es ja, dann läuft die durch. Oben, wenn sie ankommt, läuft sie wieder zurück. Und wenn man nichts getan hat, dann bleibt das Ganze eben auch stehen. So, das erste ist praktisch, dass wir sagen, wie viel Kraft wollen wir einsetzen. Und je mehr wir natürlich die Uhr laufen lassen, desto mehr Kraft kommt. Und im roten Bereich, da wird eben überpowered. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen gefährlich. Denn kommt man in den roten Bereich und klickt dort, dann geht der Rückschwung deutlich schneller. Das heißt, im unteren Bereich hat man weniger Zeit, die richtige Stelle zu treffen. So. Das sollte jetzt einfach mal ein normaler Putt sein. Und wenn man jetzt, ihr seht es ja, und das ist jetzt wieder so ein Thema mit dem Putten. Wenn ihr mit dem Markierer weiter nach hinten geht, seht ihr auch, wie die weiße Fläche, die einzelne kleine weiße Fläche für den Power natürlich auch nach hinten geht. Und wenn wir zu uns kommen, dann kommt die zu uns zurück. So, also das ist ganz, ganz wichtig, was das Thema Power angeht. Dadurch kann man das nämlich auch einstellen. So, ansonsten muss man halt wie gesagt genau treffen und wenn ich halt zu früh beim dritten Klick, also im gelben Bereich treffe, dann müsste der Ball etwas nach links gehen und wenn ich zu spät, dann tue ich praktisch den Ball pushen, dann geht er nach rechts. Wir versuchen mal unser Glück, was passiert. Mit dem ersten Klick starten, mit dem zweiten in die weiße Fläche und mit dem dritten Klick versuchen wir die untere weiße Fläche zu treffen. Und Klick. So, das müsste jetzt eigentlich ein optimaler Putt sein. Und wir haben ihn auch eingelocht, gar keine Frage. So, jetzt versuchen wir mal ein paar Fehlschläge. Das heißt also, wir tun jetzt mal sehr spät drücken. Der Ball bekommt zu viel Spin bzw. Power. Das heißt, der müsste jetzt richtig drüber hinausfliegen. Genau richtig. So, man sieht es auch mit dem Overswing über 23% zu viel. Jetzt können wir Folgendes machen.
Theoretisch. Wir können natürlich hier den Marker jetzt auch ganz weit nach hinten setzen und jetzt einfach mal viel zu früh drücken. Ja, nicht ganz, aber dann hätte es theoretisch auch gereicht. Ihr seht also, wenn man den Marker nach hinten setzt und zu kurz bleibt, dann rollt er natürlich auch nicht bis zum Loch. Das nächste, was wir mal probieren, ist viel zu früh den dritten Klick zu machen. So, dann seht ihr, dass er nach links abhaut. So, das Ganze machen wir jetzt auch in die andere Richtung. Also wir drücken einfach mal viel zu spät, haben zu viel Power und drücken jetzt auch hier viel zu spät. Das heißt, der Ball müsste rechts weggehen. Ja, das rechte Loch kannte und war natürlich viel zu schnell. So. Das Ganze macht sich natürlich wesentlich mehr bemerkbar, wenn wir auch weiter weg vom Loch stehen. Also wir haben hier immer noch Loch Mitte. Ja, eigentlich müsste das so linke Lochkante, glaube ich, sein. Ja, geht doch zu weit weg. So, aber nichtsdestoweniger schauen wir uns jetzt einfach mal an, was passiert, wenn wir dann überpacen bzw. zu früh oder zu spät den dritten Klick machen. Also vom Tempo her soll es passen, aber ich drücke jetzt viel zu spät. Im unteren Bereich, das heißt, er müsste richtig rechts weggehen. So, okay. Wichtig ist auch in der Angelegenheit, wir können das jetzt auch mal machen, dass der Rückschwung, also praktisch, wenn der Marker zurückkommt im Kreis, wenn wir also jetzt hier oben zu spät drücken, dann kommt er deutlich schneller zurück und wir haben es dann auch wesentlich schwieriger, den genauen Treffmoment zu erwischen. Also das ist jetzt zum Beispiel alles ganz, ganz wichtig, wenn wir uns jetzt um die langen Schläge kümmern. Was ich noch sagen wollte, also beim Putten muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das mit diesem Dreiklick besonders gut. Also da halte ich das wirklich für eine sehr, sehr gute Sache, absolut. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, wie er denn am besten spielt. Dreiklick ist halt eben, dass ich wirklich präzise halt den Moment treffen muss, wo ich drücke. So, und da muss halt jeder wissen, ob er mehr Stärken hat, genau bei diesem Präzision, oder ob er mehr Stärken hat, mit seinem Swing-Stick zu arbeiten, mit dem klassischen Rückschwung, wo man natürlich dann auch später, wenn wir mit den Shot-Types arbeiten, beziehungsweise mit dem Shapen, also mit den Kurven, es natürlich dann auch eine andere Art des Spielens ist. Wir gehen jetzt hier mal raus. So. Und gehen jetzt einfach mal zu Approach. Das seht ihr, da habe ich meine Sternchen noch nicht gemacht. Weil jetzt werden wir uns ein bisschen um das Shapen kümmern. Aber vom Prinzip her ist es ja genau das Gleiche. Genauso auch eben mit dem Power. So, also hier haben wir ein bisschen Wind von links, wir haben ein Eisen 9. Würden wir also den Schlag optimal treffen, und da muss ich natürlich auch immer einhaken, dann sollte er in diesem Schattenbereich landen. Also das ist natürlich immer klar, einen Schlag zu 100% auszuführen ist natürlich die große Kunst beim Golfen. Und natürlich wird man immer ein bisschen Abweichungen haben, was auch das Thema Länge angeht, weil man ja nicht immer genau zu 100% rankommt, denn wir haben ja auch noch den Schwung. Aber jetzt probieren wir das einfach mal. Nehmen ein bisschen in Kauf, dass der Wind von links kommt, und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen, ich sage mal, optimalen Schwung machen. Ihr seht jetzt auch, dass natürlich der weiße Bereich jetzt sich auch hier oben bewegt, aber natürlich im Wesentlichen minimal, was die Stärke angeht. Aber hier könnten wir natürlich dann auch mitarbeiten. Also das heißt, wir starten wieder unseren Schwung, versuchen den Marker in den weißen Bereich zu bekommen und dann eben im unteren weißen Bereich zu landen. Und je genauer oder mittiger es ist, desto präziser wird eigentlich der Schlag sein. So, das war ein bisschen zu kurz. Dafür hat das gepasst. Das heißt, der Ball müsste jetzt etwas kurz sein. Ist natürlich jetzt wieder hier relativ.
da er jetzt dann doch wieder etwas hinter dem Stock ist, was daran liegt, dass halt hier 9 Feet abwärts geht. Und wenn es halt abwärts geht, dann fliegt der Ball auch immer ein kleines bisschen weiter. Deswegen würden wir jetzt einfach sagen, okay, wir holen den Schlag ein bisschen näher ran und vielleicht dann doch wieder mit etwas weniger Power. So, jetzt wird er ein bisschen nach rechts getrieben, mit Sicherheit durch den Wind, aber im Prinzip liegen wir jetzt pin-high. Gut, jetzt probieren wir mal das Thema Kurven. Das heißt, wir visieren jetzt mal rechts an, wir visieren mal links an und werden versuchen, den Ball etwas rein zu faden. Und das heißt, wir müssten eigentlich nach dem Weißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir testen. Nee, wir machen mal Folgendes. So, einfach mal gerade. Und jetzt überlege ich wieder. Eigentlich müsste der linke Bereich nach links gehen und der rechte Bereich nach rechts. Doch, doch. So machen wir das. Und versuchen, nach dem Weißen zu treffen. Ja, er startet gleich nach rechts. Das heißt, so spielen wir den Fade. Big right miss, aber oben waren wir perfect. Also man kann immer dann auch reingucken. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Aber dann müssen wir deutlich früher drücken. So, das dürfte jetzt nur eine leichte Kurve sein. So, genau. Also, und jetzt machen wir das Gegenteilige. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, den Ball gegen den Wind. Und das heißt, wir müssen im linken Bereich drücken. So, das ist nicht viel, aber er fliegt leicht nach links. Also, wir merken uns, wir können den Ball shapen, indem wir im unteren Bereich entweder früher drücken, vor der weißen Markierung. Das heißt dann, der Ball fliegt nach links, das dürfte, ist dann ein Draw. Oder wir tun nach der weißen Markierung drücken, dann fliegt er nach rechts, dann wäre es ein Fade. Wobei man schon sagen muss, das ist eher, ja, er startet eigentlich links, er startet nicht links-rechts die Kurve, sondern es ist schon ein bisschen eine andere Kurve. Muss man einfach ein bisschen üben und dazu empfehle ich immer eben diese PGA Academy, weil hier habt ihr die Gelegenheit, wirklich auch mal Schläge auszuprobieren. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Überpacen. Dazu nehmen wir einfach mal ein Wedge. Ihr seht, das wäre deutlich zu kurz. Aber jetzt versuchen wir oben zu überpacen, also mit mehr Power zu spielen. Oh, hit the flag stick. Darauf doch einen Schluck Kaffee. Okay, also ihr habt jetzt gesehen, was passiert, wenn man eben den Stick überpacen will, also mehr Power machen will, dann muss man im roten Bereich. Wichtig ist eben, ich zeige es nochmal, wir nehmen das Wedge, dass der weiße Balken, dass der Marker dann deutlich schneller zurückkommt und man natürlich eher Schwierigkeiten hat, die richtige Stelle zu treffen. So, der müsste auch wieder ein bisschen rechts gehen. So, bingo. Overswing 7,2 und der bringt uns natürlich dann mehr Power. Umgekehrt können wir natürlich auch arbeiten mit einem Eisen 8. So, und dann entweder wieder hier den Stick zurückholen oder dann natürlich mit weniger Kraft spielen. So, und dann seht ihr auch, dass das Eisen 8 ein bisschen nach vorne ausrollt, während das Wedge natürlich ein kleines bisschen zurückkam. Okay, das Ganze können wir natürlich dann auch mit dem Driver machen. So, Drives and Power.
Sehr schön. So, da muss ich auch sagen, ich habe deswegen hier den dritten Stern noch nicht, weil ich das eben mit dieser Power nicht genau hinbekommen habe, beziehungsweise da noch nicht gewusst habe. So, wir versuchen hier einfach mal einen Standardschlag. Gerade runter. Das sollte jetzt eigentlich nichts anbrennen und der Ball sollte ganz normal im Fairway landen. Sehr gut. So. Jetzt versuchen wir mal den Draw. Das heißt, ein bisschen rechts anhalten. Und jetzt etwas früher vor der Markierung drücken. Ja, nicht viel, aber ich hoffe etwas. Ja, man kann die Kurven leicht sehen. So, 249 Carry und jetzt kommen wir dann doch auf bescheidene 289. So, jetzt versuchen wir als nächstes die Kombination. Das heißt, wir halten uns ein bisschen rechts. Wir werden jetzt etwas overpowern und versuchen den Ball reinzudrawen. So, man sieht jetzt oben auch Power plus 10%. Ja, da bleibt er natürlich immer in den Ästen hängen. Da muss ich weiter drüben anfangen. Aber ganz oben bei Power sieht man jetzt plus 10%, weil ich wirklich auch den 100%igen 10%, weil mehr geht nicht. 10% ist das Höchste, danach geht es, geht dann wieder zurück. Wir versuchen es nochmal. Etwas weiter rechts. So. So, jetzt hat er etwas mehr Draw, aber nur 4,4% mehr Power. Der wird wieder in den Ästen landen. Ah, ja. Aber im Prinzip habt ihr es gesehen. Jetzt versuchen wir noch einen geraden Schlag und schauen mal, wie weit er denn fliegt, wenn wir ihn gerade mit 110% sozusagen schlagen. Ja, das wird ein leichter Fade. Aber der landet trotzdem im Fairway. So, Power 7,2%. 275, aber das war nicht der ideale Schlag. Wir kommen trotzdem nicht auf die 300. Jetzt versuchen wir es doch nochmal. Weil wir brauchen den Draw. Ah, der drawt wieder zu viel. Okay, also, wie gesagt, die Flugkurven, das Shapen müsst ihr jetzt eben auch im Dreiklick-Modus machen. Ein letztes Mal, ich will es wissen. Ich will wissen, dass wir hier die 300% schaffen. Ah, der ist gerade. Nicht die 300%, die 300 Yards natürlich. Okay, so, soweit möchte ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich denke, die wichtigsten Informationen haben wir hier zusammengefasst. Aber jetzt sehe ich gerade, habe ich hier ein Holz 3 geschlagen? Habe ich hier ein Holz 3 geschlagen? Drive. Okay, jetzt bin ich etwas irritiert. Ja, ich glaube, wir haben die ganze Zeit das falsche Holz geschlagen, weil jetzt haben wir 305 und 315, also haben wir die 300 jetzt doch mal geschafft. So, wunderbar. Also ich würde sagen, damit dürfte die Frage von Matthias soweit beantwortet sein mit dem Dreiklick. Und ich schlage vor, ihr solltet das auf jeden Fall mal in der Academy üben.
Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welchen Schwungstil ihr dann doch eher präferiert, ob es der klassische ist mit dem Stick oder ob ihr sagt, nein, wir möchten dann doch die Sache mit dem Dreiklick machen, weil uns das einfach besser gefällt oder weil wir das einfach besser können an der PC-Tastatur oder weil wir eben nicht so gerne mit dem Controller arbeiten. So, würde mich einfach mal eure Meinung interessieren und eure Erfahrungen. Ich darf mich an der Stelle recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo für meinen Kanal freuen und natürlich über ein Däumchen. Ich sage bis dahin wieder mal Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.